B1.2. Zeichnen Sie den Grundriss des Badezimmers im Maßstab 1 zu 50 und begründen Sie, dass die Geraden AB und CD parallel zueinander sind. Hier habe ich nochmal die Skizze und sämtliche bekannten Größen aus der Aufgabe. Und was sofort auffällt, man soll die Zeichnung im Maßstab 1 zu 50 anfertigen. Macht ja auch Sinn, da 6 Meter hier schwer zu zeichnen sind. So, und wie rechnet man diese Größen jetzt alle um? Das macht man wie folgt: Man nimmt die Länge einer Strecke und multipliziert sie mit dem angegebenen Maßstab. Also Länge mal 1 geteilt durch 50. Für die 6 Meter würden wir erhalten 6 mal 1 geteilt durch 50, das wäre dann 0,12, also 12 cm. Bei den anderen Längen ist es gleich sinnvoll, sofort in die Zentimeter zu gehen. Dann hätten wir für die Strecke, schreiben wir es noch auf, für die Zeichnung, AC sind 12 cm. Für AE wäre also die Rechnung 225 mal 1 geteilt auf 50. Das sind 4,5 cm. Dann für CD haben wir 360 mal 1 geteilt auf 50, also 7,2 cm. BC ist genau gleich groß, also kann man hier sagen, ist genau gleich groß wie BC. Und haben zum Schluss noch AB mit 480 cm mal 1 geteilt durch 50 und das sind dann 9,6 cm. So, damit haben wir alle Größen umgerechnet und wir können jetzt mit der Zeichnung beginnen. Es ist immer am einfachsten, man fängt mit einer Seite an, die irgendwie schön drin liegt. Hier in diesem Fall die Seite AB. Ich mag hier auch nochmal, was alles bekannt ist. AB, BC, CD sowie AC ist bekannt, AE. Dann kennen wir hier den rechten Winkel, den Winkel BAE. Dieser Teilwinkel ist bekannt und der hier oben. Deswegen fangen wir jetzt einmal mit der Strecke AB an und die ist 9,6 cm. So, dann kann ich aus der Zeichnung erkennen, die Strecke BC liegt senkrecht zur AB, also kann ich die gleich einzeichnen und BC haben hier ist 7,2 cm lang. Als nächstes kann ich zum Beispiel diesen Winkel BAE abtragen, dann weiß ich, der ist 85 Grad groß, also bei Punkt A einen 85 Grad Winkel zeichnen. Und dann hier entsprechend den freien Schenkel. Und jetzt weiß ich, AE sind 4,5 cm, also kann ich auch schon den Punkt E einzeichnen. Der ist dann hier zu finden. Weiter weiß ich, der Winkel BAC, ja gut, brauche ich nicht extra einzeichnen, ich kenne ja den Punkt A, ich kenne den Punkt C, also kann ich hier diese Diagonale gleich zeichnen. So, jetzt brauche ich noch diesen Punkt D. Da ich diesen Winkel hier kenne, ist es auch kein Problem, diesen einzuzeichnen. Und hier heißt es noch weiter, begründen Sie, dass die Geraden AB und CD parallel zueinander sind. Also hier weiß man daraus, dass eine Parallelität beherrscht. Man soll es nachher nur begründen, aber für die Zeichnung darf man das gerne hernehmen. Also kann ich hier einfach senkrecht dazu zeichnen. CD ist wiederum 7,2 cm lang. Also ist hier mein Punkt D zu finden. Dann auch D und E verbinden. Und wir haben unsere fertige Skizze, unseren Grundriss des Badezimmers. So, wir sind aber noch nicht fertig.
Nämlich wir sollen auch begründen, warum AB parallel zu CD liegt. Auch wenn ich jetzt hier den rechten Winkel schon eingezeichnet habe, wenn sie parallel werden, sind ja hier zwei rechte Winkel. Jetzt noch die Begründung. Die geht recht einfach. Wir wissen, dieser Winkel hier ist, hier steht es 36,87. Der hier oben ist ebenfalls 36,87. Das sind zueinander Z-Winkel. Und wenn hier Z-Winkel vorhanden sind, müssen die entsprechenden Strecken bzw. Geraden durch diese Strecken parallel liegen. Man kann also wie folgt aufschreiben: Die Strecke AB ist parallel zu CD, da Winkel BAC und, ja, schreibe ich es kürzer, gleich Winkel DCA, also Z-Winkel. Man könnte auch noch begründen, dass dieser Winkel plus dieser Winkel, man über die Innenwinkelsumme diesen Winkel hier berechnen kann und dann diese beiden zusammen müssen 90 Grad ergeben. Das wäre genauso möglich, aber das geht ein Stück schneller.